Ein Stern wie die Sonne, bevor der ausgebrannt ist, wird der zum roten Riesen. Also wenn Sterne werden geboren, die sterben, werden zum roten Riesen, dann werden sie riesig groß, sind aber innerlich schon hohl. Werden aber nur einmal riesig und dann fallen sie zusammen und dann ist außen vorbei und dann ist nichts mehr. Und das ist der Weg der Linksgrünen. Hallo und herzlich willkommen. Nancy Faeser ist bekanntlich auf dem linken Auge blind. Während unsere Grenzen weiter für die ganze Welt offen stehen und das allerlei Probleme mit sich bringt, hat sie sich dem sogenannten Kampf gegen Rechts verschrieben und möchte mit einem kürzlich vorgestellten Maßnahmenpaket einige Eckpfeiler unserer Demokratie, wie etwa die freie Meinungsäußerung, weiter einschränken. Über die Hintergründe des neuesten Streichs der kontroversen Innenministerin spreche ich heute mit dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Bernd Baumann. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, Faeser stellte vergangene Woche ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus vor. Was sieht dieses Paket genau vor und wie bewerten Sie das? Das ist jetzt eine neue Einschränkung der Meinungsfreiheit. Bis jetzt sind ja schon 80% der Menschen in Deutschland der Meinung, sie können ihre Meinung nicht mehr frei sagen. Aber rechtlich konnten sie das noch. Bisher war Meinungsfreiheit rechtlich, das heißt, die durfte nur eingeschränkt werden, also was man sagt, wenn man jemand anders beleidigt oder wenn man sogenannte Volksverhetzung betrieb. Und beides musste ein Richter feststellen. Dann konnte die Meinung eingeschränkt werden, rechtlich durch einen Richter. Und jetzt wird eine völlig neue Ebene eröffnet. Jetzt wird unterhalb des Richterrechts kann jetzt Meinungsfreiheit eingeschränkt werden. Jetzt werden völlig neue Tatbestände geschaffen von dieser linksgrünen Macht im Land, begleitet von den Leitmedien, die linksgrünen Parteien, Gewerkschaften, alle, die demonstriert haben auf der Straße, alle unterstützen das. Das ist so eine Ausgeburt dieser linksgrünen Macht gegen rechts für Demokratie angeblich. Und so wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Faeser hat das jetzt angekündigt. Da sind jetzt noch keine ausformulierten Gesetze, aber man sieht schon, wo es lang geht. Und zwar soll künftig gelten, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Und diese staatlichen Staatsorgane, Polizei, Staatsanwaltschaft und so weiter, würden künftig wörtlich jeden Stein umdrehen, auch der Verfassungsschutz. Was ist das für eine Drohung? Das heißt, hier werden jetzt Meinungsdelikte geschaffen mit so einer hohlen Aussage, den Staat verhöhnen. Ein Bürger muss ja den Staat kritisieren können, vor allem die Regierung kritisieren können. Das kann jetzt eingeschränkt werden. Und der Haldenwang stand neben Faeser und hat auch gleich ein Beispiel gegeben. Man dürfe jetzt auch nicht mehr einfach Remigration sagen, denn das sei schon, so Haldenwang, staatswohlgefährdend letztendlich. Also hier sieht man, in was für eine Art von Republik wir kommen, wie Meinung zukünftig unterdrückt wird. Das sind nicht nur die jetzt 80%, die schon sagen, wir können unsere Meinung nicht mehr sagen, weil Cancel Culture, wir verlieren den Job, das wird aufgebauscht, wir kommen in die Medien, die Nachbarschaft wird skandalisiert. Jetzt werden auch rechtliche Schrauben sozusagen angezogen. Das ist unglaublich auf eine Art und Weise. Aber hier tobt sich eine linksgrüne Klasse aus, die von den Medien der vierten Gewalt auch nicht mehr eingedämmt wird. Und die CDU ist handzahm, die marschiert mit, in der Hoffnung, wir werden damit ein bisschen kleiner gemacht. Denn natürlich geht es in erster Linie gegen die AfD. Und das sind die Umfragen der AfD und die Angst der Linksgrünen, dass sie sozusagen aus den Sätteln geschmissen werden in den Institutionen dieser Republik, in den Parlamenten, dass jetzt was Neues kommt, wie in allen anderen westlichen Ländern ja auch. Unsere Partei, die Pendants dazu, nach vorne kommen. Aber sagen Sie wirklich, man muss sich jetzt wirklich fürchten? Kurzfristig, ja, wird das eine Verschlechterung, wird das eine Verschlimmerung, aber man muss das irgendwie historisch einordnen. Was passiert hier überhaupt? Diese linksgrüne Klasse, wie sie jetzt das Land beherrscht, durch und durch beherrscht. Also die linksgrünen Parteien bis tief in die CDU hinein, in die FDP hinein, die Gewerkschaften, die Politologen, Soziologen, Sozialpädagogen, nicht alle, aber viele und die meisten Lehrstühle, die Führenden in den Kirchen, die Kirchenoberen, vor allem in der protestantischen Kirche, die Großteil der Lehrerschaft, die an den linken Universitäten ausgebildet sind, alles, was von 1968 sozusagen herkommt, den Marsch durch die Institutionen gemacht und geschafft hat, jetzt überall dominiert, bis in den Verfassungsschutz und den MAD, alles ist sozusagen unterwandert, kommt jetzt irgendwie ans Ende.
Die Leute wählen was anderes. Die können das nicht mehr sehen. Wenn die Diversität hören und Buntheit und alles wird greller und irgendwie, da schalten sie abends die Fernseher ein und kriegen Angst, wenn sie die Talkshows sehen und die Drag Queens, wie die dann gelb-grün hier glitzert und da, das ist alles nicht mehr ihre Welt. Sie müssen gendern. Es gibt plötzlich 27 Geschlechter. Die Grenzen sind auf, weil wir immer bunter werden sollen, weniger weiß und diese ganzen Sachen. Fürs Klima wird sozusagen unsere Industrie unter Druck gesetzt, wandert ab. Die Arbeitsplätze, kurzum, die Leute haben den Kaffee auf, die können das nicht mehr sehen. Die Linksgrüne, das linksgrüne Projekt kommt an ein Ende. Jede Epoche in der Menschheitsgeschichte endet mal. Das war eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte von 1968 her. Sie haben sozusagen jetzt den Höhepunkt erreicht, aber auch überschritten. Jetzt kommt was Neues. Jetzt kommen wir. In Italien regieren wir schon, in Frankreich sind wir kurz davor, in USA auch, in Skandinavien auch, in den Benelux-Ländern auch, in der ganzen westlichen Welt gibt es eine Gegenbewegung. Alle Umfragen, alle Wahlen, allen westlichen Ländern zeigen, unsere Kräfte, unsere anti-linksgrüne Bewegung hin zum Konservativen, zum Nationalen, zum Funktionierenden, die kommen voran. Und diese Angst, die diese linksgrüne Klasse jetzt hat, setzt sie um mit den letzten Mitteln, die sie hat. Das waren einmal die Demonstrationen auf der Straße, wo von den Kindern, sozusagen verhetzt von den Lehrern, auf die Straßen gebracht, bis zu den Omas gegen rechts. Das sind die Alt-68er-Tanten sozusagen, die sich da nochmal repolitisiert haben, mit Gewerkschaften, öffentlicher Dienst, der frei bekommen hat. In Hamburg haben wir Schreiben bekommen, wo öffentlich Bedienstete gesagt haben, Leute, damit ihr das wisst von der AfD, wir haben von ab 14 Uhr freigekriegt in unseren Dienstposten, im öffentlichen Dienst. Wir kriegen sogar Arbeitszeit angerechnet, wenn wir auf die Straße gehen gegen die AfD. Jetzt haben sie alles missbraucht. Die ganze Republik, alle Medien, auch noch mit diesem fadenscheinigen Potsdamer Treffen, wo irgendwie Nazis und Wannsee-Konferenz, also wirklich der Blödsinn des Blödsinns auf die blödsinnigste Spitze getrieben. Das ist das, was wir jetzt sehen. Und Ihre Frage, müssen wir davor Angst haben? Kurzfristig ja, aber langfristig zeigt das, da ist was ausgebrannt, da kommt was ans Ende. Das ist nur noch skurril, das ist nur noch crazy, das wird die Leute noch mehr aufregen. Und es gibt so einen schönen Vergleich, wer abends mal so Sendungen guckt, irgendwie draußen im Weltall, bevor ein Stern wie die Sonne, bevor der ausgebrannt ist, wird der zum roten Riesen. Also wenn Sterne werden geboren, die sterben, werden zum roten Riesen, dann werden sie riesig groß, sind aber innerlich schon hohl. Werden aber nur einmal riesig und dann fallen sie zusammen und dann ist außen vorbei und dann ist nichts mehr. Und das ist der Weg der Linksgrünen. Wir sehen sozusagen den roten Riesen, fürchten ein bisschen vorübergehend, aber das ist auch das Ende. Sie haben jetzt alles missbraucht, sie haben alle Register gezogen, Verfassungsschutz, MAD, die sozusagen in der Bundeswehr beispielsweise, die treuesten Soldaten, die fürs Vaterland sich einsetzen, zu sterben bereit sind und richtig nur Vaterlandsliebe haben, die sind in der AfD. Und ausgerechnet die werden jetzt rausgeekelt, weil der MAD, Militärische Abschirmdienst, wie der Verfassungsschutz, missbraucht wird durch und durch und durch und durch. Und diese Bewegung, die kommt ans Ende. Das ist jetzt so, das ist schon verglühen, was wir sehen. Also richtig Angst haben müssen wir nicht. Und ich bin, muss ich ehrlich sagen, innerlich so ein bisschen euphorisiert, weil ich spüre das, wie denen die Kräfte schwinden, wie sie übertreiben, wie sie alles rausholen. Auch das Skurrilste, auch das sozusagen Unglaublichste. Und die Bürger merken das ja. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Richtig Angst haben müssen wir nicht. Es ist ein Zeichen, dass wir auch vorankommen. Das ist jetzt die Endphase. Der Stern verglüht. All diese Maßnahmen, eben auch die von Faeser jetzt, die werden ja alle unter diesem Deckmantel Schutz der Demokratie durchgeführt. Und schon Walter Ulbricht sagte ja mal bekannterweise, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Würden Sie so weit gehen und hier auch schon einen Vergleich ziehen zu damals? Ja, auch da Walter Ulbricht und Honecker und sozusagen diese Bewegung kam ja auch ans Ende irgendwann. Ja. Die haben ja auch geglaubt, sie haben alles im Griff. Und plötzlich ist es implodiert. Das Volk hat gesagt, wir machen jetzt nicht mehr mit. Wir sind das Volk und wir sind ein Volk und das deutsche Volk. Und wir vereinigen uns und diese Spinner jagen wir raus. Und genauso ist es gekommen. Das ist kein schlechter Vergleich. Vielen Dank dafür. Ja, kommen wir zum Tagesgeschehen. Gestern veröffentlichte die NZZ einen Artikel mit einem Foto eines sogenannten Wunschbaumes. Wir blenden den auch mal für unsere Zuschauer ein. Und dieses Foto, dieses Wunschbaumes, ist entstanden bei einer Mitarbeiterveranstaltung im Innenministerium.
Und dort steht auf einem Wunsch eines Mitarbeiters drauf, konkrete Strategie zur Bekämpfung der AfD entwickeln. Sie wurden in diesem Artikel auch zitiert. Was ist da jetzt genau passiert und warum ist das so brisant? Auch die Frage passt sehr gut. Das ist auch ein Teil dieses sozusagen roten Riesen, der sich jetzt nochmal aufplustert. Da muss man sich vorstellen, das Innenministerium, was die Rechtsordnung im Land durchsetzen muss, neutral. Innenminister, das ganze Ministerium hat ja nichts mit Parteipolitik eigentlich zu tun. Das ist der Staat, der den Bürgern gegenübertritt im Ministerium. Die haben eine Jahrestagung gemacht mit der Ministerin, mit allen Staatssekretären, allen Abteilungsleitern, also alles, was da Rang und Namen hat, und haben sich zusammengesetzt, Jahrestagung. Also das gibt es eine anonyme Quelle, von daher sozusagen wissen wir das jetzt, und haben dann besprochen ein Wunschkonzept für 2024. Was wollen wir alles erreichen? Und da haben sie, das wollen sie durchsetzen und ein besseres Betriebsklima und ein paar politische Ziele. Und ein ganz wichtiges Ziel, das ist so ein Riesenbild, Sie haben es, glaube ich, gerade eingeblendet. Und ein Teil dieser Ziele, da eingeklingt, eine bessere Bekämpfung der AfD. Und das muss man sich mal vorstellen. Da haben diese Leute gedacht, sie sind unter sich und sie schmieden jetzt wichtige Pläne und das kriegt draußen keiner mit. Und trotzdem war einer dabei, ich sage nochmal, roter Riese, verglüht. Es sind schon sozusagen Dissidenten im Ministerium selbst von Frau Faeser. Die wissen, was für ein Unsinn, für ein Mist da passiert. Die geben das raus an die Presse, weil so ein Missbrauch, ein so entsetzlicher Missbrauch gegenüber der Verfassung, das Innenministerium so durch und durch zu missbrauchen gegen die AfD und das auch noch als Baum dahin zu hängen, dass es jeder sieht, und das haben wir jetzt verabschiedet sozusagen, das machen wir jetzt im nächsten Jahr, aber wir kriegen das mit. Da sieht man, die Gegenbewegung ist schon da, die kommen damit nicht mehr durch. Und das ist ein schönes Beispiel. Die Neue Züricher Zeitung hat das in einem schönen Artikel, sozusagen kann das jeder sich angucken. Und das wird jetzt auch in der Art und Weise wieder weitergedreht und bestätigt in jeder Form unsere Aussage, unsere Wertung, hier wird alles missbraucht. Dass der Verfassungsschutz von den Innenministern schon missbraucht wurde, haben wir immer schon deutlich gemacht. Da sieht man schon im Verfassungsschutzgesetz, da steht schon in dem ersten Paragraphen, sie sind untergeordnet den Ministerien, das ist völlig klar. Jetzt werden die Ministerien selber noch missbraucht zum parteipolitischen Kampf der SPD-Ministerin gegenüber ihrer härtesten Konkurrenz, der AfD, die in Sachsen fünfmal so stark ist wie ihre SPD. Also sie missbrauchen alles und jetzt auch das Innenministerium, aber wir kriegen es raus. Der rote Riese hat nicht mehr lange. Sie sagten gerade selber das Wort neutral und Sie sprachen das auch schon an. So eine Behörde, das ist der Staat und der Staat ist dem Neutralitätsprinzip eigentlich ja untergeordnet. Und das ist eigentlich ein klarer Verstoß, oder nicht nur eigentlich, es ist ein Verstoß dagegen. Welche Konsequenzen müssten jetzt eigentlich folgen? Was fordern Sie? Also die Konsequenz muss ganz klar eine politische sein. Das Ding muss offenbar werden, dass jeder draußen möglichst mitkriegt, was hier passiert, welche Missbräuche da sind. Und dann muss die Demokratie funktionieren. Das tut sie ja schon. Wir kommen ja mächtig voran. Jetzt gibt es den einen oder anderen Prozentpunkt sozusagen Rückschlag wegen dieser gewaltigsten Verleumdungskampagne, die die Bundesrepublik je gesehen hat. Alle Leitmedien, weil wir angeblich, was weiß ich, Wannsee-Konferenz, also bescheuerter und verlogener, aber auch bekloppter. Da geht es gar nicht mehr, weil das war ja eine Nichtigkeit in sich. Das ist alles verbraucht. Die Leute sehen das und die wählen die neue Kraft. Jetzt kommt was Neues. Die alte Epoche ist zu Ende, der Linksgrün. In allen westlichen Ländern zeigen das alle Umfragen, alle Wahlen. Das kommt jetzt auch in Deutschland an. In Deutschland ist es ein bisschen schwieriger. Mit dieser Vergangenheit ist ja klar, wenn jetzt sozusagen auf der konservativen, rechteren Seite eine neue Partei kommt, dass auch die Leute, die normalen Bürger, die haben immer noch diesen Schrecken aus der Nazi-Zeit. Der Opa ist gefallen, das ist passiert, wir sind vertrieben und sowas alles. Da haben die Linksgrünen viel länger die Möglichkeit, davon zu partizipieren, indem sie uns einfach das zuschreiben auf eine immer schmutzigere Art und Weise uns mit dieser Vergangenheit in Zusammenhang bringen, was wir ja nicht sind. Keiner hasst ja mehr diese Zeit als wir. Die hat ja Deutschland ruiniert. Dieser Diktator war ja für Deutschland entsetzlich wie sonst irgendwas. Von dem halten wir überhaupt nichts. Aber mit dieser Zuschreibung konnte man Politik machen. Aber das bricht in sich zusammen. Der rote Riese, dann ist es das aber auch. In Deutschland und in der ganzen westlichen Welt.
Und wir sind Teil davon in Deutschland. Jeder kann stolz sein, der in der AfD mitmacht, ob auf den Straßen beim Flyer verteilen, ob in der Partei, in irgendeinem Parteivorstand und wenn es in der Kommune ist oder in einem Bezirk oder die Abgeordneten im Bundestag. Wir sind die treibende Kraft für eine vernünftige Veränderung in Deutschland und das hat epochale Anbindung. Hier geht eine Epoche zu Ende und hier kommt eine neue und wir sind das Neue. Als letzte Frage würde ich gerne noch mal den Demokratiebegriff aufgreifen, denn hier im Haus nicht nur, aber überall die Regierung und auch die Altparteien, die schreiben sich ja selber immer zu und sagen, wir sind die einzigen demokratischen Parteien oder wir sind die einzigen demokratischen Fraktionen und gliedern immer die AfD aus. Wer bestimmt dann heutzutage eigentlich noch, was demokratisch ist, Herr Baumann? Ja, da gibt es die Linksgrünen, die definieren, ihre Macht ist demokratisch und alles, was diese Macht begrenzt, was Konkurrenz ist, ist undemokratisch. Das ist ja genau das Aufblähen, das ist ja genau das Missbrauchen. Aber die Bevölkerung ist nicht blöd, die merkt das. Und wie gesagt, jetzt gibt es die eine oder andere Irritation wegen diesen Protesten, aber die sind nicht sehr groß, die sind vorübergehend. Jetzt kommt noch Sarah Wagenknecht und Werteunion und sonst irgendwas. Das sind vordergründig Konkurrenz zu uns. Aber in der Substanz zeigt sich damit, dass wir recht haben, weil die bringen ja unsere Themen, unsere Migrationsforderung, unsere Souveränitätsforderung, unsere Identitätsforderung, bringen die ja selber voran und wollen da irgendeinen teilhaben daran. Bestätigt uns im Grunde, macht uns politisch ein bisschen Ärger und es wird ein bisschen komplizierter. Aber im Grunde wird die Demokratie, um die es eigentlich geht, die Macht der Bürger und die Souveränität der Nation, das ist die richtige Demokratie und das ist die richtige sozusagen Definition und die vertreten wir. Vielen Dank, Herr Baumann. Bitte sehr.